der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eintreten. Und ich werde jetzt nicht unser Arbeitsprogramm abspulen. Aber eines ist mir wichtig auch noch zu betonen. Wir kämpfen nicht gegen jemanden. Wir kämpfen für die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und ich möchte abschließend noch eine Botschaft uns allen mitgeben. Die Menschen, die Gesellschaft braucht die Sozialdemokratie. Die Sozialdemokratie ist die einzige Kraft, die für das Wohl und Weh der Menschen eintritt. Die Sozialdemokratie braucht dafür aber auch die Zustimmung in der Bevölkerung. Und die Sozialdemokratie wird diese Zustimmung, dieses Vertrauen der Bevölkerung, der Wählerinnen und Wähler im notwendigen Ausmaß nur dann bekommen, wenn sie gemeinsam auftritt, wenn sie geschlossen auftritt, wenn sie glaubwürdig auftritt, wenn sie sich an den Bedürfnissen, an den Interessen der Menschen orientiert, wenn sie sich an den Lebensrealitäten der Menschen orientiert und wenn sie aufhört damit, bestimmte Wählergruppen auszuschließen. Vielen Dank, ein Hoch dem 1. Mai. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst einen Like oder abonniert unseren Kanal. Danke.